zum Beispiel diese Sache, was bei mir war, das war einfach die Sache, wir haben also bei ganz normaler Kontrolle gesehen und von da, also ich will von meinem Beispiel weiter das teilen an Leute, dass normalerweise muss man immer aufpassen auf Gesundheit, immer Kontrolle machen, egal ob bist du Profisportler oder ganz normaler Mensch, der arbeitet in Bank oder irgendwo anders, also das ist so eine Beratung von mir, also an alle Leute, die sind nicht im Profisport, einfach aufpassen und alles kontrollieren. Einfach. Wegen anderer Sachen war ich raus mehr als 6 Monate und das ist einfach eine Sache, was kann jeder treffen. Also normalerweise das war eine Überraschung für mich und für meine Familie natürlich, aber wir haben das zusammen durchgezogen und wenn ich würde sagen, das war einfache Zeit, das war natürlich nicht einfache Zeit für mich und meine Familie, aber mit viel Unterstützung von Familie, viel Unterstützung von den Freunden auch. Ich glaube, das war, er hat mich angerufen von dem Training und hat gesagt, dass ich hatte eine Krankheit, eine schlechte Diagnose bekommen. Ja, eigentlich, er hat das geschafft. Ich war immer neben ihm. Ich habe immer also versucht helfen und wir haben das einfach zusammen gestanden. Und wie gesagt, in schlechter Zeit, in guter Zeit, wir sind Freunde also geblieben und wir werden, meiner Meinung nach, Freunde für das ganze Leben sein. Familie ist so, also das funktioniert immer so, wenn alles gut läuft, die sind da, wenn etwas läuft nicht so gut, die sind auch da und deswegen, Familie muss so stark sein und wenn man Familie so stark kann, alles lösen. Gute Freundschaft in Mannschaft und das ist einfach sehr wichtig und das war sehr wichtig für mich und ich weiß selber nach der Karriere, natürlich war wichtig, jeden Tor, jeden Titel und so weiter, aber für mich ist viel wichtiger, wie viel richtige Freundschaft für das ganze Leben kann ich von diesem Handballleben mitnehmen und einfach mit Leuten in Kontakt bleiben, treffen mit Leuten, reden über schöne Sachen, über Zukunft auch und das ist sehr, sehr schön in Profisport und bin ich sehr glücklich, das habe ich das erlebt und habe schon ein paar Freunde von Handball, was ich denke, das ist bis Lebensende. Marco ist ein echter Freund von mir, ein überragender Mensch, sehr lustiger Mensch, ich muss sagen. Wo ist der? Da ist gute Stimmung immer. Ein positiver Mensch, also er ist echt positiv und ich glaube, ich habe nie so einen positiven Mensch kennengelernt.